Der Test. Hinter mir das neue Frankfurt, so nennt sich das, denn keine Stadt in Europa verändert sich schneller als die Finanzhauptstadt Deutschlands. Und mit habe ich auch noch den neuen Opel Corsa, fünfte Generation, deswegen der Corsa E. Und auch der hat sich sehr, sehr, sehr verändert. Am augenscheinlichsten hat sich der Rüsselsheimer natürlich optisch weiterentwickelt. Vom Bärchen-Look des Vorgängers zum Fashion-Item, so die Vorgabe an die Opel-Designer. Denn vor allem hier hat man in den letzten Jahren gegenüber der Konkurrenz sehr viel an Boden verloren. Ab sofort findet man eine Front, die mit den Linien des Adam spielt und gespannte Flanken, die dem Corsa ein bulligeres Auftreten geben. Bei den Motoren setzt Opel großteils auf neue Dreizylinder. Für viele wird da die Erinnerung an die Dreizylinder-Historie von Opel wieder wach. Um ehrlich zu sein, die alten Opel-Dreizylinder waren keine Sternstunde der Ingenieurskunst. Opel hat aus diesen Fehlern sehr viel gelernt und mit dem neuen tatsächlich den besten Dreizylinder-Markt konstruiert. Ja, also wir haben natürlich die Erfahrung von diesem Motor und ja, es war ein günstiger Einstiegsmotor damals. Heute sind wir einen ganzen Schritt weiter. Wir haben den neuen Dreizylinder komplett neu konstruiert mit der ganzen Erfahrung, die wir haben. Und diesmal haben wir uns das Ziel gesetzt, wir wollen die Besten sein am Dreizylinder. Wir wollen den leisesten Dreizylinder machen, den laufruhigsten Dreizylinder. Das haben wir auch geschafft. Wir sind sogar besser als viele Vierzylinder in dem Segment. Tom und das Go-Team waren mit einem roten Dreizylinder mit 90 PS und einem weißen Vierzylinder mit 100 PS unterwegs. Der Vierzylinder bietet bei niedrigen Drehzahlen mehr Drehmoment, kann aber mit der Spritzigkeit des neuen Dreizylinders nicht mithalten. Der Corsa E steht wie kaum ein anderes Modell für den neuen Opel. Clever konstruiert, dynamisch gezeichnet und attraktiv im Preis. Fahrzeugentwicklung heißt auch immer kosteneffizient arbeiten für Hersteller und jetzt ist es so, dass beim Corsa E unten drunter das ein oder andere Teil vom Vorgänger Corsa übernommen worden ist. Allerdings haben die Ingenieure bei jeder Schraube ein bisschen mehr Zug draufgelegt und dadurch fühlt sich das Ganze wesentlich verbindlicher an, er fährt sich dynamischer und in Summe macht er einfach viel mehr Spaß als das Vorgängermodell. Spaß macht ab sofort auch der Innenraum des Corsa E. Man hat sich am Design des kleineren Adam orientiert, ohne es zu kopieren. Der Corsa wirkt definitiv erwachsener und größer. Die Platzverhältnisse sind auf Klassenniveau und die Verarbeitung sehr gut. Besonders stolz ist man bei Opel auf die ausgefuchste Deko-Strategie, die hinter dem Interieurdesign steckt. Das Tolle an dieser Deko-Strategie, wovon wir eigentlich sprechen, ist, dass wir die Variantenmöglichkeiten da ausreizen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Wir wollten das Auto natürlich etwas erwachsener dastehen zu lassen. Und da haben wir im Prinzip unsere sogenannte, sogar ein Signature Blade, wie es schon im Englisch heißt, implementiert. Und das hilft uns wirklich, diese Farbe ein bisschen Funkiness reinzubringen, aber trotzdem nur ganz leicht diskret. Funkiness, das ist tatsächlich neu, denn so etwas hatte bisher noch kein Corsa. Dementsprechend fällt auch unser Fazit aus. Unser Go-Fazit zum neuen Opel Corsa, er ist effizienter, er ist dynamischer und er ist auch präziser zu fahren. Die Farbe Weiß ist vielleicht nicht die ideale Wahl, sondern Rot steht ihm ausgezeichnet. Und noch ein Wort zum Motor, der 90 PS-ige Dreizylinder, das ist der Motor der Wahl, also der Benziner. Wir haben den 1,4 Liter Vierzylinder, der ist auch gut, aber der Dreizylinder, der ist es.